In diesem Moment spürte ich, dass sich eine Art Portal öffnete und Wesenheiten meine Oma nach oben wegzogen. Das Portal schien wie eine Art Fenster, durch das man von der anderen Seite zur Erde gelangt und auch hinuntersehen kann. Die Wesenheiten kannte ich nicht, sie waren aber wie Vertraute für meine Oma und wie eine Art Familie. Seelenkontakt mit dem Halbbruder. Es war an einem Sommertag im Jahr 2006 auf dem Weg von der Schule nach Hause. Ich war damals 17 Jahre alt und lebte mit meinen Eltern an der Côte d'Azur in Frankreich. Unterwegs ereilte mich plötzlich auf eine merkwürdige und scheinbar völlig zusammenhanglose Art und Weise ein Gedanke an meinen Halbbruder, der zu jener Zeit in Wien lebte. Ich dachte daran, dass er vor 2-3 Jahren sagte, er solle operiert werden, dass er dies jedoch ablehnte. Mein Vater erzählte mir, dass er meinen Halbbruder überzeugen wollte, sich wegen seinem Herzasthma einer Herzoperation zu unterziehen. Aber mein Halbbruder lehnte das vehement ab. Nun dachte ich also auf einmal auf dem Weg nach Hause an diese Sache, aber nicht so gänzlich bewusst, sondern eher beiläufig. Als ich zu Hause ankam, spürte ich eine Art Präsenz, so als wäre jemand da, den ich nicht sehen kann. Und sie war so stark, dass sie mich beunruhigte. Man kann das kaum nachvollziehen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Ich habe versucht, dieses Gefühl zu ignorieren und meinem Alltag nachzugehen, zu essen, noch einmal einzukaufen und so weiter. Am Abend saß ich am Telefon und spürte wieder diese Präsenz hinter mir, obwohl da niemand war. Ich rief meine Mutter an, die zu dem Zeitpunkt in Österreich war. Wir redeten und dann sagte sie auf einmal: "Ach ja, übrigens, dein Halbbruder ist gestern gestorben." In diesem Moment dämmerte mir, dass ich da vielleicht ihn wahrnehme, und in dem Moment, als ich aufgehört hatte, es zu verdrängen, wurde mir auf einmal alles klar. Ich spürte seine Präsenz jetzt noch stärker und er kam einige Male am Tag quasi zu mir, wenn man es so nennen möchte. Er kommunizierte mit mir telepathisch. Zum Beispiel lag ich ein paar Tage, nachdem das anfing, abends auf dem Bett und dachte, wie dumm es gewesen ist, dass er sich nicht hat operieren lassen und jetzt schon mit Mitte 50 gestorben ist. In diesem Moment war er auf einmal wieder anwesend und gab mir ein, dass ich das auf keinen Fall denken darf und dass ich mit meiner Meinung komplett falsch liege. Es sei das Beste gewesen. Er sei jetzt in einem besseren Zustand als zuvor. Es war seine bewusste Entscheidung und er weiß besser als andere, was richtig für ihn ist. Danach hörte ich auf, negativ über seinen Tod zu denken und spürte diese enorme Freude in seiner Präsenz. Trotzdem empfand ich diese Zeit nicht nur schön, sondern seine Anwesenheit beunruhigte mich auch etwas, denn da war jemand, der mich ständig beobachten und meine Gedanken lesen konnte. Aber er verhielt sich nicht aufdringlich, sondern verschwand immer, wenn ich seine Anwesenheit nicht mehr wünschte, und er kam dann irgendwann nach kurzer Zeit wieder. Ich war einer von vielen, die er auf eine Art Rundgang immer wieder besuchte, aber ich war der Einzige, der das auch wahrgenommen hat. Und er scheint es sehr geschätzt zu haben, dass er mit mir kommunizieren und mir den Gedanken ausreden konnte, seine Entscheidung, sich nicht operieren zu lassen, sei falsch gewesen. Denn es scheint ihn sehr gestört zu haben, dass andere so dachten, und ich war der Einzige, der seinen Tod und seine Entscheidung vollkommen akzeptiert hat. Er begleitete mich dann noch einige Wochen. Mit der Zeit habe ich seine Präsenz immer schwächer wahrgenommen. Am Ende schien er fast verschwunden zu sein, so als hätte er sich aufgelöst und als sei nur noch ein Kern von ihm übrig, den man weder richtig wahrnehmen und mit dem man auch nicht kommunizieren kann. Irgendwann spürte ich überhaupt nichts mehr von ihm. Seelenkontakt mit einem Bekannten. Im Jahr 2011 starb ein Bekannter von mir und auch er besuchte mich, nachdem es noch etwas gab, was ich ihn gerne gefragt hätte, und er dies wohl spürte. Ich fragte ihn:
Wenn es etwas gibt, was du in deinem Leben gelernt hast und was du mir mitgeben würdest, was wäre das? Er gab mir folgende Eingebung. Egal was ist, man soll alles mit Distanz betrachten. Seelenkontakt mit einem weiteren Bekannten. Ein Bekannter von mir hatte 2010 und 2012 ein paar Herzinfarkte. Ich rief ihn an und riet ihm dazu, Strophanthin zu nehmen. Das lehnte er zuerst ab, aber dann bedankte er sich und versprach, sich einmal damit zu befassen. Einige Monate später schrieb ich ihn an und fragte ihn, wie es ihm geht. In diesem Moment, während ich noch schrieb, spürte ich seine Gegenwart und er strahlte regelrecht vor Glück. Er schien etwas amüsiert zu sein über meinen Versuch, ihn überzeugen zu wollen, obwohl er schon tot ist und es ihm viel besser geht, als er jemals gehofft hatte. Dann war die Begegnung vorbei und ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe meine E-Mail fertig geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Wenige Jahre später rief ich bei seiner alten Arbeitsstelle an und man sagte mir, dass er zu genau jener Zeit starb. Seelenkontakt mit der Großmutter. Unsere Oma war schon einige Zeit lang krank und wir haben sie am Ende in ein Seniorenheim in die Palliativversorgung verlegen lassen. Sie war noch recht gut drauf, aber innerhalb der ersten Tage stürzte sie und baute in den folgenden Wochen rasant ab. Am Ende konnte sie nicht mehr sprechen und sich auch nicht mehr bewegen. Wir besuchten sie zuerst ein- bis zweimal pro Woche, dann öfter. Aber an dem Tag, an dem sie starb, waren wir schon seit über einer Woche nicht mehr bei ihr gewesen. Wir rechneten damit, dass jeder Tag der letzte sein könnte und irgendwann der Anruf mit der Nachricht kommen wird, dass sie gestorben ist. Allerdings hatten wir alle unsere Handys an dem Tag ausgeschaltet und konnten daher den Anruf zuerst nicht annehmen. Ich kam so zwischen 17 und 18 Uhr zu meinem Bruder und bereitete auf der Terrasse etwas vor. Ich wollte nämlich testen, ob man mit einem Piezo-Kristall einen Elektrozaun bauen könnte und wie gut die Erdung funktionieren würde. Auf einmal kam eine Art Tagtraum, so von der Seite ganz beiläufig, in meinen Kopf, indem ich das Gefühl hatte, meine Oma stünde hinter mir und würde mich ermahnen und fragen, was das schon wieder für gefährliche Experimente seien, die wir da machen. Ich drehte mich aus Gewohnheit reflexartig um, denn unsere Oma hatte uns früher, als wir kleiner waren, öfter ermahnt, als wir mit Feuer spielten. Ich musste mich dann immer rechtfertigen. In dieser Situation sprach ich dann in Gedanken zu ihr, dass sie sich nicht aufregen soll und ich weiß, was ich tue. In diesem Moment spürte ich, dass sich eine Art Portal öffnete und Wesenheiten meine Oma nach oben wegzogen. Das Portal schien wie eine Art Fenster, durch das man von der anderen Seite zur Erde gelangt und auch hinuntersehen kann. Die Wesenheiten kannte ich nicht, sie waren aber wie Vertraute für meine Oma und wie eine Art Familie. Sie sprachen zu ihr sinngemäß: Das ist jetzt nicht mehr dein Leben. Belaste dich nicht damit, das ist nicht mehr deine Aufgabe. Es kommt jetzt etwas völlig anderes und Neues. Dann ließen sie meine Oma sich noch verabschieden, so wie man sich bei einem Abschied noch einmal umdreht und winkt. Dann war das Erlebnis vorbei. Auch in diesem Fall erkannte ich nicht sofort die Bedeutung, da ich es nur wie einen Tagtraum erlebte. Aber am Abend gegen 20 Uhr schalteten wir das erste Mal unsere Handys ein und es kamen prompt viele SMS- und Mailbox-Nachrichten. Oma ist am Nachmittag gestorben. Mein Bruder bekam die Nachricht zu dieser Zeit. Er erzählte mir später, dass er auch ein Erlebnis hatte. Um genau 16.30 Uhr hatte er auf einmal das Gefühl, jemand wäre im Haus und würde nach ihm rufen. Er dachte, ich sei es, weil wir ja verabredet waren. Er nahm die Kopfhörer ab und fragte, wer das sei, aber es kam keine Antwort. Dann schaute er auf die Uhr und sah, dass es noch zu früh war und ich erst später komme. Als wir im Altenheim waren und uns noch für die Pflege unserer Oma bedankten, fragten wir die Pflegerin nach dem Todeszeitpunkt.
Sie sagte, unsere Oma sei um 16.20 Uhr noch am Leben gewesen und um 16.40 Uhr bei der Kontrolle bereits tot gewesen. Seelenkontakt mit einer Katze. Ich hatte eine Lieblingskatze, die zwar nicht mir gehörte, mit der ich aber gut befreundet war. Ich kannte diesen Kater 10 Jahre lang und wir begegneten uns regelmäßig. Er war sehr verschmust und liebenswürdig, sehr sanftmütig und nicht biestig. Außerdem war er recht intelligent. Anfang 2022 wurde der Kater nach und nach immer kränker und ich wusste, dass er bald nicht mehr leben würde. Ende 2022 lag ich mit Corona im Bett und freute mich, dass ich ihn vielleicht wieder sehen kann. Auf einmal hatte ich die Ahnung, dass er vielleicht schon verstorben ist. Ich spürte seine Präsenz und es fühlte sich an, als würde er sich von mir verabschieden und mir noch einmal zu spüren geben wollen, wie schön er unsere Freundschaft fand und dass ich ein bedeutender Teil seines Lebens war. Ich nahm diese Wahrnehmung nicht ernst und dachte, das kam vom Fieber. Als ich wieder fit war, ging ich wochenlang am Haus vorbei und hielt nach ihm Ausschau, denn es gab Zeiten, da war er kaum draußen. Dann traf ich seinen Besitzer und dieser sagte mir, dass er im Oktober starb und zwar genau zu der Zeit, als ich krank im Bett lag.